Hallo, hier ist Annika vom YouTube-Kanal Annikas Entdeckerkiste. Heute wieder ein neues Video und zwar diesmal aus Unkel am Rhein. In diesem Video erfährst du unter anderem die Geschichte folgender Häuser. Außerdem erfährst du, welcher und der wievielte deutsche Bundeskanzler hier in Unkel gewohnt hat bis zu seinem Tod. Du erfährst natürlich ganz viel über die Geschichte des Ortes, der Stadt. Das lasse ich mir nicht nehmen und auch mein ursprüngliches Intro kommt jetzt. Bis gleich. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Annikas Entdeckerkiste. Wie ich eben schon sagte, bin ich in Unkel am Rhein unterwegs. Und jetzt muss ich mal gucken, da hinten saßen gerade ein paar Leutchen, dass ich die jetzt nicht mit ins Video packe. So, ja, über Unkel gibt es ganz viel zu erzählen, wie ich eben schon sagte. Es gehörte damals zu Köln, zur Kölner Kirche. Es gab Besiedlungsspuren wohl schon um 600. Das kann man wohl beweisen anhand von Fundstücken, die hier im Ort getätigt wurden, gefunden wurden. Und ja, ich fand das so absurd. Aber wie gesagt, der Unkel gehörte damals der Kölner Kirche. Und der damalige Bischof, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber einer der Bischöfe damals hat mit der ehemaligen polnischen Königin einen Vertrag gemacht, dass Unkel zu ihren Lebzeiten ihr gehörte. Und mit ihrem Tod ging Unkel dann wieder an die Kölner Kirche zurück. Das fand ich irgendwie voll absurd. Und ja, mehr über die Stadt erfährst du jetzt im Video. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. So, der Name von Unkel, der kommt wahrscheinlich vom lateinischen Uncus, was Bogen oder Haken bedeutet. Oder vielleicht kommt der Name auch von dem fränkischen Angel, was Bogen oder Krümmung bedeutet. Die Sache mit der polnischen Königin, das war im 11. Jahrhundert. Die Zugehörigkeit, die wechselte immer im Laufe der Jahre. Unkel ist heute bekannt als Rotweinstadt und bekannte Persönlichkeiten wie Willy Brandt, also der vierte deutsche Bundeskanzler, der wohnte hier. Und auch Annette von Droste-Hülshoff, die gehört ja zu den bekanntesten Dichtern des 19. Jahrhunderts, die war hier zu Besuch. Der Fremdenverkehr in Unkel, der begann im 19. Jahrhundert mit Anschluss an die rechtsrheinische Bahnstrecke im Jahr 1870. 1883 erhielt Unkel eine Landebrücke, also einen Schiffsanleger für Dampfschiffe. Irgendwann bekam es auch noch einen zweiten Anleger. Und im Zweiten Weltkrieg sank dann der Tourismus abrupt ab. Auch nach dem Krieg war wenig Fremdenverkehr, weil die ehemaligen Hotels entweder als Flüchtlingsheime dienten oder von den Besatzern beschlagnahmt waren. Ab 1948 wurde es dann wieder besser und die Wahl Bonns zur Bundeshauptstadt, die half dabei. Unkel ist heute an den Rheinsteig angeschlossen. Das ist ein über 300 Kilometer langer Fernwanderweg rechtsrheinisch von Wiesbaden bis Bonn. Hier hinter mir siehst du jetzt einen Teil der ehemaligen Stadtmauer, der ehemaligen Stadtbefestigung, die 1553 erbaut wurde. Wobei die Mauer zum Rhein die stärkste Breite hatte. Und ja, die ist auch heute hier unten noch sehr gut erhalten. Und es stehen auch viele Gebäude noch auf dieser Mauer oder sind in die Mauer integriert. Und die Stadtmauer, beziehungsweise, ja, die hatte ein paar Türme und ein paar Tore. Die Tore gibt es so in der Form nicht mehr. Es gibt noch, da hinten ist der Gefängnisturm der Runde. Die sind, und es gibt noch einen anderen Turm, der auch mit Teil der Stadtbefestigung war. Das zeige ich euch später alles. Und über den Gefängnisturm erzähle ich euch jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Hier siehst du jetzt den Gefängnisturm. Und der ist nicht mehr im Original enthalten. Das Gefängnis befand sich wohl damals im Kellerraum. Und das Dach wurde so wohl um 1700 neu gebaut im barocken Stil. Und hier an der Seite sieht man auch die Hochwassermarken.
Auf der Homepage des Geschichtsvereins Unkel e.V. habe ich gelesen, dass man jeden ersten und dritten Sonntag in den Monaten Mai bis September von 14 bis 16 Uhr den Gefängnisturm besichtigen kann. Den Link zur Homepage vom Geschichtsverein, den findet ihr unter dem Video. Hier hinter Obermeer siehst du jetzt den Turm des Fronhofs. Er stammt aus dem 11. Jahrhundert in der Bausubstanz, wurde aber 1840 im neugotischen Stil umgebaut. Das ganze Gebäude war früher ein Fronhof eines Kölner Stiftes und es war wohl auch Teil der Stadtmauer. Ja, genau, also der Turm hier vom Fronhof, das ist der Turm, von dem ich eben sprach, bei der Stadtmauer. Und bezüglich des Umbaus habe ich zwei verschiedene Zahlen gelesen. Einmal 1840, wie eben gesagt, und einmal habe ich 1803 gelesen. Wobei halt bis 1803 war er eben dieser Fronhof dieses Kölner Stiftes. Aber welche dieser Zahlen jetzt genau stimmt bezüglich des Umbaus, das weiß ich leider nicht genau. Hier siehst du jetzt die Villa Profitlich. Die wurde 1910, 1911 erbaut als Wohnhaus eines Pelzfabrikanten. Und die Fabrik, die war ebenfalls auf dem Gelände dahinter. Die Fabrik gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen Teil der alten Backsteingebäude und die zeige ich dir jetzt. Die Firma gehörte einem Ernst Profitlich, deswegen auch Villa Profitlich. Und ja, hier seht ihr jetzt diese alten Backsteingebäude. Das war damals ein Pelzveredelungsbetrieb für Kaninchenfelle. 1873 wurde er gegründet. Wann genau es ihn nicht mehr gab, also in den Gewerberegistern, also da, wo die ganzen Firmen aufgezeichnet war, wurde die Firma 1665 nicht mehr gefunden. Und die wurde auch zwischendurch mal übernommen. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war wegen Tod. Dann wurde das von jemand anderem übernommen und ja, dann irgendwann gab es sie nicht mehr. Und und hier in diesen Innenhof der ehemaligen Firma kann man hier reingehen. Und hier sieht man auch die neuen Gebäude, beziehungsweise wie es halt ne, jetzt aussieht. Aber das hier ist auch ehemaliges Fabrikgelände. Hier hinter mir siehst du jetzt einen Teil des Gebäudes des Rheinhotel Schulz. Das ist die Front zum Rhein hin. Und ja, das Gebäude an sich war bis ins 19. Jahrhundert der Stammsitz einer Patrizierfamilie namens Eschenbrenner. Und 1840 erwarb Ferdinand Freiligrath dieses Gebäude. Ferdinand Freiligrath war ein Dichter und über den, tja, entweder habt ihr schon was ein bisschen über den gehört oder es kommt noch. Ich weiß mehr über das Rheinhotel Schulz erzähle ich euch jetzt noch im folgenden Video. Im Jahr 1876 wurde das Haus von einem ehemaligen Hüttendirektor von der Firma Krupp namens Haas gekauft und der baute das Haus um und er hat es dann in ein Erholungsheim umgewandelt. Unter anderem wurde dann auch der Neubau, also ein Hotelneubau angebaut an das ehemalige Gebäude. Die ehemaligen Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhunderts des Eschenbrenner Hofs, die wurden abgetragen und als Rheinhotel Schulz komplett neu errichtet. Im Jahr 1900 gab nämlich dann ein Godesberger Hotelbesitzer namens Schulz dem Hotel einen Ruf und das ist halt heute auch tatsächlich noch so heißt. Ja, die Besitzer, die wechselten oft. Zuletzt 1997 wurden dann auch wieder was abgerissen und ein Neubau des kompletten Hauses und dann wurde auch die Tiefgarage gebaut. 2003 wurde das Hotel wieder neu eröffnet. 2009 wurde dann der Rheinflügel neu gebaut und da wurden auch die Hotelzimmer bei erweitert. Außerdem bekam das Hotel 2018 einen Außenparkplatz. Der ist ja am Ende der Straße. Genau, das zum Rheinhotel Schulz. So, hier hinter mir siehst du jetzt das Freiligrathaus. Das ist auch eine Inschrift unter dem Balkon. Und das ist ein ursprüngliches barockes Herrenhaus. Ein ehemaliges kurfürstliches Palais, da, also als das wurde es genutzt.
Und hier wohnte 1839 bis 1840 der Dichter Ferdinand Freiligrath und er leitete von hier aus seine Kampagne zum Wiederaufbau des Rolandsbogen. Ein Video vom Rolandsbogen verlinke ich euch in irgendeiner Ecke hier, beziehungsweise auch unter dem Video. Und mehr über das Haus erzähle ich euch jetzt noch. Und Ferdinand Freiligrath, der wohnte in einer der oberen Etagen als Mieter für diese Zeit. Und daher, weil er dort wohnte, stammt halt auch der heutige Name. Das Palais wurde 1750 bis 1778 erbaut von einer Familie, welche Stadtgrafen von Köln waren. Und ja, später wohnten hier wohl auch mal ein Nachfahre von Maria Stuarts drittem Ehemann. Maria Stuart war ja Königin von Schottland irgendwann mal. Besucher des Hauses waren unter anderem auch Konrad Adenauer, Johann Wolfgang von Goethe und natürlich Willy Brandt. Und zu der Fassade gibt es zu sagen, die ist nicht mehr original, nur originalgetreu rekonstruiert. Aber ich finde sie sehr hübsch, muss ich sagen. Hier siehst du jetzt den Willy-Brandt-Platz. Das war damals der untere Markt. Der wurde dann irgendwann umbenannt. Und hier die ehemalige Sparkasse wurde dann zum Museum ausgebaut. Das ist das Willy-Brandt-Forum jetzt. Das ist, wie gesagt, ein Museum. Und das ist von einer Bürgerstiftung geschaffen worden. 2011 wurde es eröffnet. Und einfach zu Ehren an Willy Brandt, der von 1979 bis zu seinem Tod 1992 hier in Unkel wohnte. Willy Brandt war der vierte deutsche Bundeskanzler. Und die Ausstellung im Forum, die erinnert an den Politiker, zeigt verschiedene Stationen seines Lebensweges, vor allen Dingen seiner politischen Karriere. Und die Möbel des privaten Arbeitszimmers von Willy Brandt, die aus seinem Wohnhaus hier in Unkel, die werden dort im Forum ausgestellt. Hier bin ich jetzt im Ilse-Bagel-Park. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe gehört, es wird nämlich französisch ausgesprochen. Es ist der ehemalige Fritz-Henkel-Park. Er wurde vor ein paar Jahren umbenannt, ich glaube 2020. Und ja, ihr seht hier so ein paar Sportgeräte hinter mir. Vor mir sind auch noch ein paar. Jetzt möchte ich euch ein bisschen was zu der Geschichte erzählen vom Park. Das ist eine Denkmalzone. Und er wurde von Fritz Henkel der Stadt gestiftet und Fritz Henkel war der zweite Sohn, glaube ich, von dem Firmengründer des Henkel-Konzerns. Und das Grundstück wurde der Stadt gestiftet unter der Voraussetzung, dass es ein Park wird. Früher stand hier auch eine Villa. Was mit der Villa passiert ist, das erzähle ich dir jetzt gleich noch im Verlauf des Videos, während ich dir noch ein paar Bilder vom Park zeige. Die Villa Henkel wurde im Jahr 1903 erbaut. Zwischendurch war sie als Sommersitz der Familie Henkel genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von den Besatzern genutzt und wurde dann wohl auch ziemlich demoliert hinterlassen. Und nachdem Bonn dann zur Hauptstadt geworden war, wurde die Villa dann als sogenanntes Länderhaus verwendet von der Bundesregierung, also für Vertreter verschiedener Länder. Das wurde dann als Art Gasthaus betrieben. Und ja, nachdem dann die Botschaften in Bonn bezogen wurden, wurde die Villa dann schlussendlich 1960 abgebrochen, also abgerissen. Und jetzt ist es, wie gesagt, hier dieser Park. Hier hinter mir siehst du jetzt das sogenannte Schutzengelhaus. Das wurde 1738 erbaut. Ja, an einer der Fronten von dem Haus ist auch noch ein Relief mit einem Schutzengel. Das gibt ihm wohl den Namen, aber von dem Relief habe ich leider kein Foto. Hinter mir siehst du jetzt das Rathaus von Unkel. Das wurde ursprünglich im Jahre 1855 als Volksschule erbaut. Bis 1909 wurde das Gebäude auch als Schule genutzt. Seit 1925 ist es Rathaus. Und es ist auch immer noch das Büro des Bürgermeisters und die Touristinformation findet man heute hier. Hier hinter mir siehst du ein Haus, das wurde 1605 erbaut
Und aufgrund seiner Form wird es von den Unkelern Bügeleisenhaus gebaut. Genannt. Genannt, nicht gebaut. Ich habe gelesen, dass es im Jahre 2002 restauriert wurde. Und außerdem habe ich gelesen, dass neben dem Haus in der Lehnengasse das Fachwerkhaus, also dieses, wohl das älteste Haus von Unkel ist. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. So, von hier aus verabschiede ich mich auch wieder von Onkel von euch. Wie immer gilt, es hätte noch so viel mehr gegeben zu sagen. Ich kann immer nicht alles sagen in einem Video, es wäre viel zu lang. Und außerdem, ich bekomme kein Geld für das Video von niemandem, von nichts, was ich hier erwähnt habe, bekomme ich Geld. Es ist keine Werbung, wenn unbezahlte Werbung. Und ja, ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mich unterstützen möchtest oder mir eine kleine Anerkennung zukommen lassen möchtest, unter dem Video findest du den PayPal-Link. Ebenfalls die Links der Stadt Onkel zum Willy Brandt Forum und so weiter und so fort. Alles, was ihr hier gesehen habt, wenn es davon eine Homepage gibt, findest du alles unter dem Video. Ja, und vielen Dank, wenn du bis hierhin geschaut hast. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Tschüss!